So, jetzt gehen wir sonst dreckig, oder? Oh, man kann sein Bein ablegen auf dem Stuhl. Seitlich. Ah, perfekt. Er hat einen weiteren Nutzen. Er hat den Nutzen, die Knie zu entlasten. Co-op Story. Nein. Russische Botschaft. Russische Botschaft, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann... Kestrel ist immer bereit. Lass die Story jetzt mal nebenbei angucken. Machen wir doch. Den Informationen der Liste zufolge ist der Kopf der ganzen Sache ein ehemaliger Oberst des russischen Militärnachrichtendienstes namens Baikow. Baikow. Wir vermuten, dass hochrangige Offiziere der russischen Armee zu seiner Gruppe gehören, was bedeuten würde, dass nichts im Waffenarsenal der Föderation vor ihrem Zugriff sicher ist. Baikow wurde auf den letzten Drücker in eine Delegation aufgenommen, die nach Aserbaidschan reist, um während der Siegesfeiern die neue russische Botschaft zu eröffnen. Müssen wir Stealth durch, oder? Unbemerkt, wir gehen davon aus, dass Baikow den Besuch als Deckmatte für ein größeres Waffengeschäft nutzen will. Fuck. Archer, Kestrel, Sie werden in die Botschaft eindringen und Informationen über Baikows Aktivitäten sammeln. Alter, Feuerwerk. Wir müssen die gestohlenen Gefechtsköpfe unter allen Umständen finden, bevor es zu spät ist. So schöne Farben. Okay. Der Außenbereich und der öffentliche Teil des Botschaftsgeländes werden von Aserbaidschanern bewacht. Diese Leute sind nicht ihr Ziel, haben wir uns verstanden. Sowohl Russland als auch die USA würden ihr Gesicht schauen wir uns verlieren, die Cam falls an. Etwas schiefläuft. Wie kann es sein, dass Baikow ihre Botschaft für illegale Waffengeschäfte benutzt? Und auf mein Kommando rennen wir durch, okay. Geduckt oder? Geduckt, ja. Da werden keine Fragen gestellt. Sicherer geht's für ihn nicht. Vorsicht. Meine Herren, arbeiten Sie sich zum Botschaftsgebäude vor und gehen Sie durchs erste Stockwerk. Bleib ganz dicht hinter mir. Ja. Alter, ich hab so eine Wurst gerade hinten. Von frischen Burgern. Okay, jetzt müssen wir uns mal kurz umsehen. Jetzt siehst du, du kannst zum Beispiel gar nicht schießen. Was aber auch sinnvoll ist. Ja, okay, stimmt. Wir dürfen nämlich überhaupt keinen. Alter, das ist gerade hart, ne? Komplettes Gegenteil zu vorher. Yo. Fuck! Los! Ich leg dich jetzt um, Mann! Clear! Hä? Richtig so! Hau nur ab! Hä? Ja, versteck dich! Wenn du spielen willst, spielen wir hier! Warte. Raus da! Mudak! Wenn du was willst, dann komm her! Wieso hat das jetzt nicht angeschlagen? Keine Ahnung. Egal. Scheiße. Warten wir kurz ab, bis die Musik sich ein bisschen beruhigt. Ja, aber die müssen auch weg, weil siehst du die Treppe? Ja. Da müssen wir hoch. Und oh, shit. Scheiße. Ja, chillen wir aus. Schau mal, jetzt schauen sie hier alle. Okay. Warte. Hey, hältst du uns für so okay. Blöd, Deckung. Ich gehe jetzt mal zu dir. Ja, das passt, hier sind wir unsichtbar. So weit nach oben können die auch nicht leuchten. Nee, das passt schon. Vielleicht hat der Kerl uns gesehen und dachte sich so, oh nein. Scheiße, die schauen gerade alle hoch. Ja. Ich find's ja lustig, dass die Aserbaidschaner auch wie die Russen sprechen. Du hältst uns für dämlich genug, da reinzugehen? Direkt bei der Treppe zwei Gegner. Also zwei. Fuck. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Wenn du spielen willst, spielen wir hier. Ich denke, die werden gleich ihre Position schon verlassen. Mutter, wenn du was willst, dann komm her.
Ah, shit. Wenn man die wenigstens markieren könnte zur eigenen Sicherheit. Ich habe jetzt gerade eine Idee. Die wäre? Wartest du hier? Also bleib hier, wo du gerade bist. Was willst du machen? Wohin schießen, um ihn wegzunehmen? Das war einzeln, also du bleibst jetzt mal da im Dunkeln. Lager. Wir haben nichts verbraucht, eigentlich überflüssig, aber egal. Oh. Warte. Hä? Aber der hat uns doch entdeckt gehabt, wieso ging das? Vielleicht wollte der echt keinen Stress, dachte sich so. Ja, gut. Okay. Okay. Scheiße, warte. Irgendwas ist passiert. Und? Der Handel geplatzt? Hängt wohl vor den Aserbaidschanern ab. Macht dich auf alles gefahren. Ah, die dürfen wir auch nicht. Oh, Scheiße. Okay. Geh in Deckung. Also zur Tür. Versteck dich am besten hinter der Tür, weil jetzt wird's kurz. Schau! Nee, bleibt ruhig bei der Tür, die kommen da eh nicht rein. Findet die Penner, schnell! Da macht uns jemand Schwierigkeiten. Findet ihn und legt ihn um. Der Feind ist in der Nähe. Was sind denn das für Mitarbeiter? Einer kommt hierher. Ja, das ist egal. Wir können den nicht ausschalten, siehst du? Ich habe keine Lust, die Idioten zu jagen. Aber ums Eck gehen die ja auch nicht, hast du gesagt. Nee, irgendwie nicht. Und jetzt sehen wir wenigstens ihre Taschenlampenkegel. Ja, bitte. Weil jetzt müssen wir wie vorher wieder zu dem Fenster am besten. Und du so? Passt. Geh wieder. Tee ist fertig, los. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Komm raus. Ja, die sind auch in der Nähe. Warte, ich fühl mal vor. Weißt du, was geil ist, Bro? Okay, häng dich hinten dran. Ich bin direkt. Sicher, durchsuchen wir die nächste Zone. Noch nichts gefunden. Ich halte die Wache. Fuck, das war vielleicht doch nicht so schlau. Ja. Ach so, jetzt weiß ich's. Du scheinst. Geh ein Stück zur Seite, dass ich da. Okay, ich weiß jetzt warum. Ach so, jetzt hab ich's kapiert. Weißt du überhaupt, wer wir sind? Roger. Bikers Geschäft läuft gerade ordentlich aus dem Ruder, Hansen. Ja, schauen wir mal zu. Ab jetzt sind Baikovs Wachen offiziell als Ziele eingestuft. Greifen Sie, okay, wenn nötig an. Eins, zwei, drei. Baikov hat vor, zum Flugplatz zurückzukehren. Schon wieder. Wir müssen eine Notverriegelung ausrufen. Okay, jetzt räumen wir auch. Aber warte. Auf der anderen Seite der Büros des Botschafters befindet sich die Sicherheitszentrale. Ich muss kurz zum Fenster. Eckelon kann das System über ihr Offset hacken. Okay. Und dann? Du hast dich bereits reingehängt. Schnappen wir uns Baikov oder seine Ware? Das ist keine Entweder-Oder-Sache. Baikov, der weiß, wo sich das Hauptquartier der Organisation befindet, und die Ware sind für uns gleich wichtig. Es könnte weitere Massenvernichtungswaffen geben. Okay, am besten sind wir immer ruhig, wenn sie sprechen, ne? Okay, gehen wir wieder rüber? Also eigentlich alles wie vorhin. Das fand ich jetzt cool. Baikovs Wachen sind jetzt freigegeben. Okay, auf die Fresse.
ey. Ach, wenn ich dich habe, Swollard, wirst du um Gnade bitten. Okay. Die Sicherheitszentrale. Sehe viele Gegner. So, Tango ausgeschaltet. Warte, ich check mal ab. Ah, den hast du schon markiert. Alter! Hast du es gerade gesehen? Ja. Yep. Soll ich die zwei ausschalten? Jetzt geht's nicht mehr. Ne, warte noch ein bisschen. Das wirst du bereuen, Zuka! Richtig ausgesprochen. Jetzt! Jetzt haben wir es richtig geschafft. Alter. Oh, müssen wir das scheiß Ding jetzt hacken? Das heißt, einer muss in der Nähe bleiben. War das nicht mit den EMP-Granaten, die man da reinsteckt? Nee, glaube ich nicht. Das war im Level vorher. Wir verbinden uns via Opset mit dem Sicherheitssystem. Einer von Ihnen muss, während wir unsere Software auf die Firewall loslassen, in Übertragungsreichweite zum Netzwerkzugang bleiben. Dauert etwa eine Minute. Okay, soll ich in der Nähe bleiben? Okay, Alex. Wo meinst du? Ja, wir müssen jetzt hier in der Nähe bleiben. Ich glaube, am schlauesten wäre sich, dass eine irgendwie immer hier ist und der andere sich da hinten versteckt. Was glaubst du? Wo meinst du? Ja, wir müssen jetzt auf dem Stockwerk bleiben. Wo soll ich hingehen? Sag mir einfach eine Position und ich... Ja, am besten bei dem Schreibtisch, hinter diesem Schreibtisch. Der auf der anderen Seite, ne? Genau, der. Oh, ganz vornehm. Soll ich die Lampe irgendwie? Nö. Scheiß drauf. Eins, zwei, ach fuck. Sobald der Ablink beginnt, merken Baikovs Männer, dass was geschieht. Und wissen dann auch sofort, wo sie uns finden. Hurra, hurra. Sicherheitszentrale, bitte melden. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt geht's rund. Wir sind nicht blöd. Wir können warten. Zuka! Hey! Das war perfekt. Alter, das ist gerade ein bisschen stressig. Du darfst übrigens auch gern Granaten und Minen werfen, wenn du einen siehst, ne? Ganz schön. Okay. Ja, ist gerade perfekt, dass du auf der anderen Seite bist. Oh, ey. Ihr beiden wollt uns? Du bist tot. Nee, du. Das war nicht nur ein bisschen. Okay. Ihr übrigens auch. Leck mich. Alter. Warum wollte ich nochmal hier sein? Das haben wir echt den falschen... Da sind doch eindeutig... Eine Falle! Position halten! Von rechts. Im Dunkeln, im hellen Duschen. Wenn die uns wollen, sollen sie uns... Du machst einen Riesenfehler! Alter, hilf mir! Du glaubst, du kommst ihr Leben weg? Dein Glück hat dich verlassen!
Jetzt geht's ab hier. Ach scheiße, die kommen jetzt von allen Seiten, oder was? Oh. Ey, irgendwie ist das... Hat das jetzt was von vier Welle. 80% haben wir schon vom Heckfortschritt. Ich mach grad was anders. Ich stell mich gerade daneben. Die Geräusche wie von... Wie heißt das? Der mit Arnold Schwarzenegger. Okay, Bro, weg hier. Wir haben jetzt den gesamten Botschaftsbereich verriegelt. Die Männer mit der Kiste haben Baikov nicht erreicht. Sie hängen auf dem Übergang im ersten Stock fest, der das Hauptgebäude mit dem Nebengebäude der Botschaft verbindet. Zu mir. Andere jetzt Richtung. Oder nie. Ja, da. Sichern Sie die Kiste. Okay, perfekt. Einmal Granaten auffüllen. Noch schnell was geschossen. Oh shit, siehst du das? Nee, warte, was war da? Und sie sind Laser. Ein, um die Laser zu orten. Okay, wir müssen hoch. Wenn Sie über Ihre Headsets einen Ton hören, sind Sie zu nah dran. Weil ich glaube, da werden Türme ausgelöst. Wie sollen wir das jetzt schaffen? Ah. Ich bin manchmal auch ein Vogel. Der untere Laser ist aus. Ah, doch, der obere auch. Selbes Prinzip. Du an die Planke, ich wieder hoch. Wir haben gerade ein Telefonat von Baikov abgehört. Er hat sich entschlossen, die Ware zu vernichten. Seine Männer sind gerade dabei, Thermitladungen daran anzubringen. Nur keine Panik, wir sind fast da. Eine Granate würde die drei töten, aber wir würden dann durch bemerkbar werden. Ficken. Ich komme auch hoch. Schnell. Ja, ich habe keine Lust, Idioten zu jagen. Wieso bin ich nicht der Hellste? Okay, schnell hoch. Wer glaubst du war das? Ach, ich bitte dich natürlich. Hören wir auf damit. Die kennen hier im Sicherheitssystem der Botschaft. Das ist gerade echt schon ein ganz anderer Stellenwert als in der Jäger. Ja. Ja, das ist riskant, ne? Die beiden, die da stehen, meinst du? Ich einen, du den anderen? Ich weiß nicht. Achso, das kriegen sie aber nicht mit. Wollen wir sicher nicht jetzt die beiden schnell? Nee, um die schleichen wir einfach rum. Die wären so leicht. Ich könnte den hinteren, du den vorderen. Ich kann auch den hinteren, okay. Warte, lass mich ihn erst perfekt am Kopf anvisieren. 1, 2, 3. Siehst du? Okay, das war ziemlich geil. Ich kann mich sehr gut ewig verstecken. Boah, gut, den hätte ich jetzt nicht gesehen. Und Schaltplan. Typisch. Welche Sicherung soll ich jetzt nehmen? Das wäre ziemlich ungemütlich für dich, Modiaki. Okay, ich springe jetzt runter und du drückst Y. Das kam genau zur rechten Zeit. Yep. Okay, wieder hoch. Ah, gibt er das Feuerwerk hier? Jetzt schau mal nach oben im Himmel. Hä? Ja, bei den Flaggen. Chillig. So,
wie sagt man, nicht offensichtliche Dinge, die sehe ich sofort. Mal kurz ein bisschen. Alter. Okay, das war clean. Hier sind zwei. Da ist auch einer. Okay. Hättest du jemanden im Visier, dann kann ich mit Nahkampf runter. Nee, warte noch. Oder du gehst mit Nahkampf runter und ich knall mir den anderen auf. Okay, Y. Eins, zwei, drei. Nichts Persönliches, Kumpel. Okay, das war ziemlich entspannt. Ich probier mal was. Da hinten sind drei. Alter. Ja, jetzt geh halt runter. Da, die Kiste. Ich bereite den Angriff vor. So. Na, dann suchen wir doch mal. Geschafft. Das Paket ist unversehrt. Was zum? Das ist nicht mal russischen Ursprungs. Das ist ein Lenksystem für Bomben. Ja, das Block 2, JMKit. Das ist Militärtechnik vom Feinsten. Wie kommt Oberst Baikow denn an dieses Zeug? Ich muss noch auf mich warten. Vor Monaten gesichert. Was? Sie haben es gestohlen? Gesichert. Und jetzt zerstören wir den Kram. So läuft das nun mal in unserem Geschäft, nicht wahr? Befehl ist Befehl. Das nächste Mal im Edeka. Hast du das geklaut? Nein, gesichert. Hab nie um eine gebeten. Wir überprüfen den Inhalt der Kiste später. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Noch. Gehen Sie in den Speisesaal und verhören Sie Baikow, bevor seine Wachen ihn befreien. Los! Okay, warte noch auf mich. Bei dir ist noch nichts, oder? Ah, cool, Speicherpunkt. Ah. Wir haben zwar nichts gebraucht, aber ist trotzdem gut zu wissen. Ah, da ist die andere Kiste, jetzt weiß ich es auch. Okay, was machen wir als Splinter Cells? Licht ausschalten, wir haben Angst im Hellen. Das haben wir als allererstes gelernt. Okay, passt. Da sind zwei Dudes. Da drüben! Scheiße, 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 scheiße. Umgebung! Oh. Ich verliere gleich die Geduld. Lüfte zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Weißt du überhaupt, wer wir sind? Loch? Loch. Oh, scheiße. Dein Loch? Oh Gott, das tut weh. Oh, nee. Oh, Kollateralschaden. Ich habe den einen gerade übrigens mit einem normalen Pistolenschuss getötet. Das heißt, wir haben noch die Eliminierung über, ne? Oh, oh, siehst du das? Zwei. Okay, du musst aufpassen. Aktivier mal deine Brille. Die dürfen wir nicht erwischen. Oh. Ja. Okay, wir können hier durch. Straight durch können wir. Scheiße. Ah, siehst du da, siehst du auch. Man sieht's an der Wand. Warte, bist du bei mir? Wir müssen da hoch. Solange du da bist, kann ich nicht hoch. Warte.
Jetzt. Okay, da ist auch keiner mehr. Der Speisesaal ist auf der anderen Seite. Ganz vorsichtig. Ja. Erstmal. Okay. Warte, haben wir hier einen Lichtschalter? Nee, aber wir müssen zu zweit ran. Hey, Sie müssen mir mit der Tür helfen. Wir haben keinen Nahkampftoken mehr, ne? Doch. 1, 2, 3, go! Wo ist der? Ah, okay. Den in der Mitte, den müssen wir vorhören. Wo ist Baikov? Ich sag dir was, komm du doch her! So, jetzt darfst du zuschauen. Das ist vorbei, Baikov. Sie sind erledigt, kapiert? Ist das nicht das albanische Wappen? Sie auch nicht, schaut Robert. Schon irgendwie so aus. Sagen Sie mir, für wen Sie arbeiten. Das kriegen wir bestimmt Hate in den Kommentaren, aber belehrt uns eines Besseren. In Rot schaut sogar besser aus. Mhm. Selbst die Creme oder was? Das reicht uns nicht, Kleiner. Wo finden wir diesen Kerserkauf? Feuern bis zum Tod. Leck. Jetzt verhörst du ihn gegen den Tisch. Leck. Alter. Wir sollten uns, glaube ich, nie als Polizisten bewerben. Herr Schütz, Herr Knauer, verhören Sie bitte den folgenden Zeugen. Archer, Kestrel, wir haben die Informationen, die wir brauchen, um die Waffe zu finden. Hören Sie zu. Ich möchte, dass Sie den Bereich verlassen, bevor weitere Sicherheitskräfte vor Ort eintreffen. Ihr Taxi ist im Anflug und kurz vorm Botschaftsbereich. Schlagen Sie sich zum Dach des Gebäudes durch. Ja, danke. Schon auf dem Weg. Verdammter Mist. Feindbewegungen. Alter, hinter die Bar. Komm, schnell. Er geht nicht hinter, weil... Jetzt hat's. Alter, war das knapp. Ach du Scheiße. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir schleichen uns raus. Wird nix. Ach Scheiße. So ein Dreck. Ich finde, das haben wir jetzt ganz gut gehandelt. Oh ja. Das fehlt mir bei den Jägermissionen immer. Verhören. Okay, hey, jetzt sind wir wieder auf dem Dach. Okay, mal schauen. Aber es sind jetzt auch andere Gegner, ne? Da ist wieder mit dem Geschützturm. Okay, auf dem Balkon. Okay, das war jetzt echt Alter, kalt. Alter, hast du den krass getroffen, Mann. Quickscope Deluxe. Ah, nee, jetzt ist da gar keine. Kommt vom Jasmin-Tee. Ich trinke doch gerade Schwarztee. Dann kommt's vom Schwarztee. Ich dachte, du trinkst immer noch Jasmin. Nee. Achtung, wir orten EMF-Spuren auf dem Dach. Möglich, dass man dort Minen mit Laserzündern platziert hat. Okay. Wir müssen jetzt aufpassen, weil sie irgendwo... Minen mit Laserzündung. Ja, genau. Die müsste man aber... Ah, die sind unter uns, ne? Ja. Direkt bei dir hättest du jemanden markieren können. Genau. Genau. Gib ihnen. Warte. Ah, siehst du? Da. Ja. Da hat gerade jemand eine Mine installiert. Okay. Ich muss sagen, Headshots
gehen langsam ganz gut. Alter, ich finde das Feuerwerk so cool. Alter, pass hier auf. Wo? Schalt die Brille an. Oh. Wir müssen ultra gut aufpassen. Okay, hier müssen wir auf die Seite. Jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Alter. Okay. Wie laut das wird, sobald man in die Nähe ja, kommt. Ja, aber ich finde das gut. Mhm. Dass du wenigstens ein akustisches Feedback hast. Okay, hier sind keine mehr. Okay, jetzt gehen wir am Stockwerk weiter runter, sonst sehen die uns. So ein bisschen fallen lassen. Alter! Wie geil das aussieht. Okay, jetzt haben wir wieder unsere Spackos. Nope. Adrian hat getroffen. Na, wo rennt er hin? Der kommt da hinten jetzt halt. Pass auf, pass auf. Weiß schon. Gib mir einfach Rückendeckung. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich platziere hier eine Mine. Hier können wir eh nicht durch, da ist ein Laser. Das? Ich habe eine gefunden. Oh. Ist entschärft. Ich habe gerade zu dir rüber geschaut und vercheckt, dass es manchmal schlau ist. Was war das? Jemand hat eine Mine platziert, oder? Nee, das ist das Signal, aber Alter, ich glaube, wir haben ein Problem. Warum? Ach, du musst da eins auch platzieren. Infrarot oder was? Ja. Sind auf dem Dach. Infrared Signal. Oh shit. Sichern Sie die Landezone. Wir müssen jetzt. Oh oh. Oh, wir haben die Licht. Aber wir müssen jetzt die Landezone cleanen oder was? Jo. Scheiße. Ein bisschen Romantik. Keine bis Abholpunkt. Ich dachte, ihr beide seid gefährlich. Hab ich nie behauptet. Ey, komm, 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 was für ein Scheiß, Mann. Vom Gelände und ich hab gedacht, ich erwische ihn. Geh hoch, geh hoch. Du bist. Okay, wir müssen die Landezone cleanen. Komm. Bist du auf dem Dach? Ich glaube, ich mach grad Scheiße aus Versehen. Okay, okay, komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du? Da, da, beim Heli. Ah, ja. Hilfe! Entkommen, komm! Alex, komm! Ja. Du musst hoch, du musst hoch! Ja. Oh. Spring doch zum. Jetzt hat. Alter! Wer diesen scheiß Heli nicht greifen wollte. Immer übers Gelände!